Leute, herzlich willkommen zum zweiten Halbfinale im Standard Versus. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir spielen heute Bant Ramp gegen Orts of Doom. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Mal schauen, wie das Ganze ausgehen wird. Ich hatte ja beide Decks in der Vorrunde gespielt. Demnach durfte der Mirko sich hier als erstes ein Deck aussuchen. Ich habe das Bant Ramp Deck bekommen. Er hat sich demnach das Orts of Doom Deck ausgesucht. Und auf jeden Fall eine interessante Wahl. Ich persönlich finde das Doom Deck ja auch super, super cool. Aber auch das Ramp-Deck, super starke Einzelkarten, wird auf jeden Fall ein ordentliches Best of 3, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, wir sehen uns sofort zur ersten Starthand. Viel Spaß! So, willkommen zur ersten Starthand. Wir haben den ersten Zug und eine sehr interessante Hand. Ich glaube, das ist ein Keep. Mulligan ist halt gegen den Discard-Deck immer super schlecht. Das Spiel wird länger dauern. Das ist okay. Sehr interessant. Geht natürlich deutlich besser. Ich keep das tatsächlich mal. Wir haben ja Doppeltempel. Okay, keine Länder mehr. Aber auf ein gutes Best of 3. Ich freue mich. Ich bin gespannt. Auch ein Tempel. Das ist ja wirklich in Ordnung. Mal schauen. Das gibt es doch nicht. Nur Nissa und Fabled Passage habe ich gehört. Sehr interessant. Es wird immer interessanter. Okay. Discard kommt rein. Ich will auf gar keinen Fall mein Deck mischen. Fabled Passage, du kannst weg. Fünf Länder sind okay. Nicht, dass wir die nächste Fabled Passage auch noch nachziehen. Das muss wirklich nicht sein. Okay, ein Crasis geht. Könnten wir nächste Runde sogar legen? Ein kleines 2-2er Crasis. Auch vielleicht. Mal sehen. Getapptes Land. Okay, mal sehen. Scry oder verlieren wir noch eine Karte? Das sieht nach Scry aus. Ja, zum Glück. Noch eine Karte weniger wäre hier nicht ganz so cool. Hätten wir ein Land oder eine Nissa nehmen müssen und das wäre echt nicht so cool. Deswegen, Mulligan geht gar nicht. Ethergas geht auch nicht. Können wir dann gleich abwerfen. Super. Ja, dann Crasis. Ist okay. Ein Uro. Oh, gleich mit der Nissa dahinter. Das ist in Ordnung. Mal sehen, ob jetzt. Ah, Doom wäre jetzt übel. Ah, Doom wäre wirklich nervig. Mal sehen. Ist ja ein großes Deck. Da kann ja nicht immer alles kommen. Ah, Prinz Jorion, auch gefährlich. Ja, das macht halt echt nichts. Der Sideboard-Plan steht halt schon. Ah, natürlich Doom. Non-Land, Non-Token. Müssen wir halt eine Nissa opfern. Oder unser eigenes Crasis Aethergasten. Das geht natürlich auch. Wollen wir das machen? Dann ist das Doom eigentlich weg. Ja, ich glaube, das machen wir. Ich meine, wir haben einen Uro dahinter. Den ich auch ausspielen will, müssen wir leider uns von Anissa trennen. Aber ja, Hauptsache das Doom Foretold ist weg. Das ist so nervig gegen uns. Ja, dann machen wir das auch mal. Das ist halt echt kein leichtes Matchup. Okay. Nehme ich auch mal. Wir brauchen mehr Karten. Besonders falls in zwei Runden Jorion kommen sollte. Wenn jetzt hier nochmal eine 2-Mana-Kreatur. Jorion auf der Hand. Vielleicht ist auch schon Jorion dabei. Das ist halt. Das ist doppelt bitter dann. Aber auch jede Runde. Angriff für 5. Das ist nicht wenig. Aber wir haben jetzt erstmal Nissa plus Naset. Ja, okay. Das geht natürlich auf jeden Fall klar. Echt? 3 Mana für einen Pump? Will man nicht eher den Jorion haben? Oh, da ist bestimmt schon ein Jorion. Jetzt verlieren wir halt eine Karte. Das Crasis wäre 4-4. Wir können auch einfach das Crasis legen. Ich glaube, die Nissa ist besser. 3-3er-Spielsteine sind ja auch ganz gut. Das ist echt übel. Und wie gesagt, mit einem Mulligan wäre das halt noch schlimmer.
jeden Fall. Ja, müssen wir erstmal mit der Nissa eröffnen. Wir haben halt leider keinen Breeding Pool. Das wäre ein bisschen besser. Dann hätten wir Nasit noch sofort ausspielen können. Nehmen wir mal ein nicht grünes Land zum Start. Und ich greife auch nicht an. Ich will keinen Doppelblock anbieten. Das ist halt echt nicht so optimal. Besonders wenn Jorion dazukommt. Ist halt auch eine fliegende Kreatur. Und wir haben ja auch schon letztens gesehen, Orts of Doom ist ziemlich gut gegen so langsame Decks. Sultai Ramp. Ich habe ja gegen Sultai Ramp gespielt mit dem Deck. Gar kein Problem. Aber auch wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn das Doom-Deck ins Finale kommt, wir den Decktausch wieder machen. Und dann kann ich das nochmal spielen. Ich finde das Deck richtig, richtig cool. Aber trotzdem. Ich versuche das hier zu gewinnen. Aber das ist nicht einfach. Da ist der Jorion. Okay, Shatter ist natürlich ein sehr guter Top-Deck an der Stelle. Müssen wir zünden. Einfach wegen dem Jorion dahinter. Aber nur ein Jorion ist ein Problem. Ah, wir haben dann einen Uro. Das geht dann noch. Also mal abwarten. Auch wenn ich das Deck echt cool finde. Wir sind hier im Halbfinale. Verschenkt wird auf jeden Fall nichts. Es ist nur der Jorion. Fair. Wirklich in Ordnung. Ja, komm. Einfach Uro. Ist ja auch nicht schlecht. Komm, noch eine Kleinigkeit. Ein Shark-Typhoon. Ist jetzt nicht so ganz die Kleinigkeit, aber ist okay. Ist halt noch nicht groß genug. ECD ist natürlich am Start. Schade. Das war's also mit Uro. Das ist echt nicht ganz so entspannt. Oh! Wir haben leider nichts im Friedhof. Aber wir könnten... Ja, wir sollten auf jeden Fall das ECD jetzt auch spielen. Ich nehme mal den Jorion. Gucken wir mal. Ansonsten Prinz wiederbeleben, Jorion flickern. Muss nicht. Mist! Ich wollte gerade sagen, wenn noch ein Jorion kommt, dann ist nicht gut. Hätte ich es doch andersrum machen sollen. Schade. Aber ich wollte halt nicht permanent vom Jorion angegriffen werden. Ja, Teferi. Tatsächlich mal nicht so gut. Jorion flickern, auf gar keinen Fall. Und das wollen wir auch nicht flickern, das ECD. Tatsächlich, Teferi ausnahmsweise nicht so gut. Ist das ein Shark-Typhoon für 3? Dann gleich sieht so aus. Oder wir machen es jetzt, falls wir ein Land ziehen. Ja, ich glaube, wir machen es jetzt, falls wir das Land ziehen. Oh, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Oh, direkt raus hier, der Spielstein. Okay, es ist ein Breeding Pool, aber... Das ist jetzt nicht ganz so krass. Wir können halt Jorion irgendwann nochmal zurückschicken. Ja, jetzt nächste Runde wäre okay. Nächste Runde wäre wirklich in Ordnung. Oh, ja, okay. Ja, okay. Ich wollte gerade kurz überlegen, wie wir das dann machen mit dem Prinz, der dann wiederkommt. Tendenz gar nicht. Jetzt haben wir einen Teferi oder eine Nase. Ja, bald wir den Teferi, aber das wird nicht reichen. Noch ein Land. Nächste Runde wird nochmal ein Jorion wiederbelebt. Ja, das ist halt, das sind alles Karten, die wir nicht zurück auf die Hand schicken. Tatsächlich, Teferi ist nicht so übermäßig stark hier. Aber wir müssen eigentlich den Jorion nehmen. Wir verlieren halt sonst. Jeder Gast macht nichts, okay. Ich gebe mich geschlagen. Weil Fenlurker kann man ja auch noch pumpen. Das ist ja ganz entspannt ein Angel für 7. Aber Fenlurker bounce, dann verlieren wir wieder eine Handkarte. Es ist halt echt egal, was wir machen. Da kommen wir einfach nicht raus. Boah, das ist echt übel. Naja, solche Karten können wir gleich rausboarden. Gast, Disput, Brazen Borrower ist auch nicht so optimal. Teferi geht halt noch so halbwegs.
können ein paar gute Counter reinboarden, auf jeden Fall. Und dann einfach die besten Einzelkarten, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt noch so irgendwie rauskommen. Ja, die Handkarten sind alle weg. Dann kann man einmal angreifen und pumpen, wenn man will. Oder einfach den Teferi umhauen. Wir haben halt nichts. Wir haben wirklich nichts. Hat Teferi noch nicht mal eine Gefahr. Ja, Jorion ausspielen, fertig. Das gewinnt ziemlich sicher. Wir haben einen Shatter auch schon gespielt. Haben wir nur einen im Deck? Gut, die gewinnen ja auch. Ja, dann Exile. Alles klar, dann Exile man den Teferi. Good game. Okay. Schade. Auf zum Sideboard. So, das Sideboard, wie eben schon erwähnt. Ich würde sagen, wir nehmen Aethergust raus. Disput auch nicht ganz so stark. Brazen Borer auch nicht so stark. Teferi erstaunlicherweise auch nicht ganz so stark. Aber wir haben ja auch nicht unendlich viele Sideboard-Karten. Nehmen wir mal dreimal Veto, Typhoon, Trawler, gute Einzelkarten und Shatter Nummer 2 nehme ich mit. Das ist auf jeden Fall in Ordnung, würde ich sagen. Aber das Matchup ist halt echt nicht so einfach. Komm, wir haben Zug 1. Gute Starthand, bessere Starthand, wenn möglich. Nicht ganz so viele Länder, nicht ganz so viele Nissas. Ah, ist nicht so optimal. Komm, Doppeltempel geht. Ein Uro. Eigentlich ja. Ja. Doch, behalten wir. Wir müssen auch schneller werden. Oh, mal sehen. Das könnte ein hartes 2-0 werden. Aber wie gesagt, ich freue mich. Ich freue mich nochmal, das Deck selber spielen zu können. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir Fabled Passage legen. Für den Uro. Das ist ein Forest. Ja. Ist akzeptabel. Dann noch ein Land. Und dann noch eine Nissa. Das wäre ganz gut. Oh. Oh. Ah, ist okay. Ist gut gegen Nissa. Blightbeetle. Generell sehr gute Karte aus dem Sideboard. Könnten wir jetzt auch erstmal mit dem Teferi starten. Erstmal schauen, was passiert. Teferi darf doch wieder was machen. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Dream Trawler könnte interessant werden. Oath of Kaya, gar kein Problem. Das ist wirklich kein Problem. Wenn jetzt, oh Nissa, wenn jetzt nächste Runde ein Doom kommt, will ich auf jeden Fall countern. Das Land würde ich aber auch ganz gerne im Spiel haben. Machen wir, glaube ich. Lassen wir liegen. Uro. Ziehen das Triom. Legen das Triom. Wahrscheinlich kommt halt der Blightbeetle. Aber wenn wir ein Land ziehen, haben wir Trawler. Das kann halt auch ganz nett sein. Kann ganz nett sein. Mal schauen, was passiert. Aber wobei jetzt ein Doom legen ist nicht ganz so stark. Es ist der Blightbeetle. Schade. Nicht das, was wir hier so brauchen. Man kann halt mit Nissa keine Marken auf seine Kreaturen legen. Auf die Länder. Damit zerstört man dann halt Länder. Wir können eine Nissa legen und gar nichts machen. Da haben wir nächste Runde mehr Mana. Ist eine Option. Ist vielleicht besser als ein Krasis. Wenn wir einfach nur eine Nissa legen. Oder ein Krasis. Ach komm, Krasis ist eigentlich safer. Komm, 3-3er Krasis ist jetzt nicht das Beste. Aber das gibt uns sicher Mana. Hoffentlich. Noch ein Teferi. Ist okay. Ich will einfach Karten ziehen. So. Ja, wir haben leider nichts. Was soll ich machen? Eine Nissa legen, Länder abschießen. Ist nicht die bessere Alternative. Uns hat halt das Land für den Trawler gefehlt. Ich hätte ein Mana aufhalten können. Tatsächlich, weil... Das zieht ja keine Bonuskarte, falls wir genau ein ungetapptes Land für die Spirale gezogen hätten oder das Veto. Das wäre besser gewesen. Wir haben halt nichts. Ich dachte mir, lieber sicher Karten ziehen. Ah, geht. Weil wenn jetzt ein Land kommt, vielleicht ist der Trawler ganz gut. Aber Nissa legen, gar nichts machen. Die stirbt dann auch wahrscheinlich. Und dann haben wir halt noch nicht mal eine Karte gezogen. Ja, was soll ich sagen? War nicht das stärkste Krasis. Das Deck ist gut gegen uns und mit Sideboard-Karten noch besser. Ist echt nicht einfach. Land! Ja, wunderbar.
Komm, Dreamtrawler. Vielleicht. Vielleicht. Blau, blau. Das Mana passt ja komplett, ne? Blau, blau, weiß, weiß. Ja, nehmen wir noch einen Forest. Falls wir irgendwann doch mal was mit der Nissa machen sollten. Vielleicht. Irgendwann mal. Aber geht. Ich meine, wir haben das Land durch das Crace ist eine Runde schneller gefunden. Das war schon wichtig. Ging halt leider nicht besser. Was soll ich denn sagen? Hm? Na, für 6. Geht. Ratte? Geht. Wir haben hier noch eine Spirale. Die kann weg. Der eine Dreamtrawler. Aus dem Sideboard. Komm, der muss das reißen hier. Jorion auf der Hand. Okay. Ja. Ein Uro. Ich glaube, ich spiele aber einfach meinen Uro aus dem Friedhof. Nein! Ich wollte ihn aus dem Friedhof spielen. Ich habe Mana gezählt parallel. Eigentlich wollte ich ihn aus dem Friedhof legen. Geht aber immer noch. Und das machen wir auch. Aber ich glaube, nächste Runde brauchen wir das Veto gar nicht. Ich glaube, das war nicht ganz so relevant. Ich hoffe es. Ich will es mir ja nicht noch schwerer machen. Aber das ist echt nicht schlecht hier. Das Land legen wir auch noch. So, ist ja auch alles für den Trawler. Wir wollen das ja jetzt auch recht schnell gewinnen. Sauber, ne Nissa. Mit dem ganzen Bonus-Mana können wir Teferi plus Nissa machen. Wir kriegen das schon irgendwie hin gegen diesen Blight Beetle. Der ist echt frech. Der ist echt frech. Okay, wird Uro abgeschossen. Ist okay. Hätten wir vielleicht doch countern wollen. Ist nicht ganz so wichtig. Der Jorion. Ja. Ist wirklich auch nicht ganz so schlimm. Machen wir trotzdem Teferi plus Nissa. Ist das der Plan? Ich glaube, das Veto werfen wir nämlich jetzt ab. Das ist jetzt gar nicht mehr so relevant. Oder? Die Nissa ist schon nicht schlecht. Selbst mit einem Jorion im Spiel. Ich glaube, ich werfe das Veto ab. Jetzt haben wir uns das ja extra aufgehoben. Mal sehen. Tempelgarten. Das ist nicht ganz so relevant. Starten wir mit Teferi. Auf den Blight Beetle. Oh, ECD. Das ist auch verlockend. Jetzt haben wir halt keinen Mana mehr. Ich wollte ja unbedingt die Nissa legen. Ist immer noch ganz gut, würde ich sagen. Ja. Das ist immer noch ganz gut. Noch ein Crasis. Warum nicht? Ist eine gute Einzelkarte. Ja, wobei, wenn der Beetle wiederkommt nächste Runde, müssen wir schauen. Müssen wir schauen, was passiert. Ja, ein Land animiere ich auch. Solange ich das noch kann, mache ich das. So, das Crasis ziehen wir ja sofort. Ja, ich meine, das ist doch eine gute Einzelkarte. So. Und hier wird wohl irgendwas überleben. Hoffe ich. Mal gucken. Karten im Friedhof, nicht genug für noch ein Uro. Nächste Runde erstmal Crasis. Und wenn die Nissa das überlebt, wird das ein richtig gutes Crasis. Das ist machbar. Ist auf jeden Fall machbar. Und das war auch eben gar nicht mal so schlimm. Mit dem Uro das. Ich meine, das Veto haben wir sogar abgeworfen. War gar nicht so wichtig. 13 Leben. Der Dreamtrawler ist es halt. Alles andere ist fast egal. Der Dreamtrawler ist hier richtig, richtig, richtig gut. Murderous Rider, das Land. Ja, von mir aus. Aber Murderous Rider, das Land?
Nicht die Nissa? Geht die Nissa auch irgendwie kaputt? Ah, noch ein Oath of Kaya. Oder noch ein Jorion vielleicht? Wahrscheinlich ein Oath of Kaya. Oder? Man will doch auf gar keinen Fall... Echt? Die Nissa darf liegen bleiben? Ich meine, das Krasis ist bekannt. Oh, das ist interessant. Ich meine, die Static Ability funktioniert ja immer noch. Das war ja eben schon fast der Plan. Nissa legen und gar nichts machen, nur für Mana. Oh, okay. Die Nissa macht 6 Bonus-Mana hier. Jetzt sogar noch mehr. Starten wir überhaupt mit einem Krasis oder einfach ECD? Das ist alles so verlockend. Ah, es reicht auch wieder. Oh ja, für Uro. Sollen wir mit dem Uro erstmal starten? Ja, ich starte mal mit einem kleinen Uro. Ja, schauen wir mal, was der findet. Ein paar Planeswalker wären noch ganz gut fürs ECD, aber ich glaube, das ist okay so. Noch ein Uro. Na gut. Ja, wir schocken uns auch. Zünden wir das ECD? Ich glaube nicht, dass wir das ECD zünden. Wir legen einfach ein Gro... Nee, Krasis bringt nichts. Nicht gegen den Blight Beetle. Doch, wir machen doch ECD. Auf den Jorion. Ich hoffe, das wird nicht zu einem Problem. Dann bleibt ja nicht viel übrig, außer noch ein Uro. Na, mal schauen, was wir ziehen. Ich will schon den behalten, der im Spiel bleibt. Ja, okay. Hätten wir uns doch nicht schocken müssen. Es sei denn? Nein, okay. Das gewinnen wir aber nächste Runde. Hoffentlich. Mal sehen. Der Blight Beetle ist richtig gut. So eine gute Karte. Unfassbar. Kann auch den Uro für immer blocken. Richtig gut. Blessing ist gefährlich. Mit 4 Leben. Aber gut, man muss irgendwas ziehen. Man kommt nicht an dem Trawler. Nicht wirklich an dem Trawler vorbei. Jetzt braucht man irgendwie nochmal einen Jorion zum Blocken oder so. Aber das ist nicht so optimal. Das ist nicht so optimal. Und da hat sich die eine Sideboard-Karte bei uns richtig gelohnt, der Trawler. Komm, noch ein entscheidendes drittes Spiel? Würde ich nicht nein sagen. Richtig gut. Okay, in die Angriffsphase gewechselt. Kommt hier ein Lifelink-Angriff? Oh, es kommt ein Angriff mit allen. Ist okay. Die Nissa war schon ganz gut. Die hat schon gut Mana produziert für uns. Jetzt gucken. Was blockt denn jetzt den Uro nächste Runde? Alles am Start. Ist wirklich alles am Start. Übernächste Runde haben wir auch wieder eine Nissa. Müssen wir ein Krasis spielen, nur um Karten zu ziehen? Wirklich? Oh, und wir verlieren auch noch ein Krasis jetzt an die Ratte. Das gefällt mir auch nicht. Wieso nicht den Blight Beetle? Der hat Schutz. Warum wurde der Blight Beetle nicht geflickert? Klar, okay. Die Ratte kann blocken. Aber trotzdem, gefährlich. Ja, dass die Karte weg ist, ist auf jeden Fall nervig. Oh, das wird nochmal richtig, richtig hart hier. Auf 8. Okay, wir können nichts mehr machen. Mal sehen, was ziehen wir? Eine Fabled Passage ist es auf jeden Fall nicht. Ein Teferi oder so zu finden wäre aber sehr, sehr, sehr gut noch. Irgendwas finden wäre ganz gut, ne? Will ich mein Deck mischen? Ja, ist okay. Müssen wir wirklich ein Krasis zünden? Was können wir denn finden, was uns wirklich interessiert? Nicht so viel mehr. ECDs sind gut. Ein großer Shark-Typhoon ist gut. Das war's schon fast. Wir haben nicht mehr so super viel am Start.
Lassen wir uns drei Mana auf. Mal gucken, wie das passt. Wir können natürlich auch, wenn wir was für den Jorion finden, wir sollten uns vielleicht fünf Mana aufheben. Der Trawler wird doch lethal, oder? Das sind fünf. Nee. Das sind fünf. Wir brauchen aber noch eine weiße Mana-Quelle. So. Das sind fünf. Den obersten zwei Karten. Ja, wer weiß. Wer weiß, was wir noch finden. Wir müssen eh nicht viel mehr ziehen, denke ich. Aber x gleich 5 bringt's nicht. Dann können wir auch wieder einen weniger machen. X gleich 4. Diesmal machen wir nur x gleich 4. Ja, wir kriegen den Trawler eh nicht stark genug. Wir halten uns aber die Option offen. Ich glaube, x gleich 4 ist okay. Shatter macht ja nichts. Leider nein. Nicht wirklich. Also auf gar keinen Fall wollen wir hier shattern. Würde ich sagen. Wir wollen allerdings auf jeden Fall angreifen. Komm, noch ein paar Karten. Nur Länder. Das ist natürlich übel. Schade, das wäre so schön gewesen. Also müssen beide blocken. Nicht unbedingt. Die Ratte muss nicht blocken. Aber der Jorion muss blocken. Na, man hätte hier echt den Beetle flickern können. Ich meine, warum nicht? Ich hab's auch nicht optimal gemacht. Komm vor, ich kenne das Problem. Super spannendes Game. Aber wenn man einen Punkt vorne ist, kann man sich das schon eher erlauben. Geht man auf 2. Ja, wir können nicht wirklich was machen. Wir könnten jetzt shattern, aber das ist nicht wirklich gut, glaube ich. Wir können halt das wiederbeleben, aber nein. Da muss halt ein neuer Jorion kommen. Bisango. Da muss ein Jorion kommen, ja. Ich glaube, was anderes hat das Deck nicht. Komm, Dreamtrawler. Wir wissen auf jeden Fall, was die beste Karte ist. Nächste Runde. 6 Länder, Dreamtrawler. Keep. Wenn wir das gewinnen jetzt. Komm schon. Ein entscheidendes drittes Spiel. Das wäre doch mal was. Ich meine, es geht hier ums Finale. Was kommt da noch? Kommt überhaupt noch was? Ich meine, man muss sich eventuell reinziehen. Man muss hier mit dem Blessing aufpassen. 2 Zaubersprüche, man hat auch verloren. Deswegen. Es muss halt ein Jorion sein. Flicker den Oath. Good game, sauber, dankeschön. Nichts dabei. Okay, Leute, wir haben noch einen Versuch. Das 1-1. Ja, Remorse. Remorse ist natürlich gut. Genau für 2. 1-1. Okay, nochmal auf zum Sideboard. Aber ich glaube, wir wollen nicht groß was anderes machen. Oder wollen wir was gegen Blightbeetle noch machen? Der ist echt nervig. Und nur Teferi zu haben, reicht uns das? Wie viele Blightbeetle kommen da wohl? Alle? Einmal alle? Jetzt sieht Brazen Borrower doch schon fast wieder interessant aus. Aber irgendwie auch nicht. Ich meine, wir können den Beetle auch shattern zu 4 dann Nissa. Ist immer noch gut, oder? Der Blightbeetle ist auch gut gegen Uro. Doch, ich glaube, ich lasse das so. Kein Mulligan. Was so spannend. Richtig gut. Das ist ein Keep. On the draw ist das sowas von ein Keep. Gerade Spirale, wir ziehen Länder nach. Hand ist perfekt. Die Hand ist wirklich perfekt. Sie wird immer perfekter, wenn wir Länder ziehen. Komm schon. Rina, das ist der Moment. Prinz Charming. Ja, gut. Da wird auf jeden Fall alles gefunden, was man braucht. Komm, Land. Land, Rina. Wir haben so unendlich viele Länder im Deck. Gefühlt zumindest. Es sind schon viele. Komm, für Teferi. Und Teferi zieht dann nochmal ein Land. Fenlurker. Ja, gucken wir mal. Dreamtrawler. Du bist super, Dreamtrawler. Du bist super, 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 super gut. Aber nicht hier. Nicht jetzt. Oh, Leute, das wäre so perfekt. Okay. Nein, es ist eine Fable. Warum eine Fable-Passage? Das gibt's doch nicht.
Das ist bitter an der Stelle. Getapptes Land. Wollen wir einen Shark-Typhoon cyclen? Also zwei Mana ziehen eine Karte. Ich sag mal ja. Ich nehme noch eine weiße Mana-Quelle auf jeden Fall. Ja, ich cycle den Typhoon. Ja. Ein Triom. Ja, dann Urum. Geht ja in den Friedhof, ist kein Fanlurker. Ich versuche mal Schaden mit Teferi zu verhindern. Puh, ist das knapp. Die nächsten Karten müssen Länder sein. Ich sag nur, Dreamtrawler gewinnt. Komm, Land, Land. Man hätte auch richtig gierig mit Teferi noch was machen können. Aber hiervon will ich auf gar keinen Fall was zurück auf die Hand schicken. Und dann einfach minus 3 ziehen eine Karte. Nee, nee, da darf der Teferi lieber Schaden absorbieren. Das gefällt mir besser. Es sei denn, jetzt kommt genau Doom. Doom wäre richtig übel. Es ist genau Doom. Das 80-Karten-Deck performt. Spiel 2, kein Doom, jetzt Doom. Natürlich. Übel. Ah, das gehört aber dazu. Ah, ist der Teferi weg. Schade. Nein! Das ist richtig übel jetzt. Müssen wir ein Crisis legen. Leute, es wird immer schlimmer. Komm, komm. Oh, wie ärgerlich. Jetzt bin ich doch voll hier bei dem Deck. Wie gesagt, ich will das Deck schon noch ganz gerne spielen, aber das ärgert mich jetzt. Komm, wo sind meine Länder? Mist, ich wollte so gerne blocken. Gut gespielt. Doom bleibt im Spiel. Genau richtig. Genau richtig. Ne Nazeth, das ist ganz schlecht. Ja, dann Teferi. Prinz oder Doom? Ich nehme mal das. Da muss er aber nichts opfern. Ich nehme mal den Prinz. Nein, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Nicht noch eine Spirale. Unfassbar. Das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Spiel 2. Oh, und dann Spiel 3 so abgeben. Das ist nicht schön. Das ist wirklich auch ein Klassiker. Gehört dazu. Das gehört wirklich dazu. Ja, das, wenn wir jetzt Handkarten verlieren, das ist halt absolut kein Problem. Ein Blightbeetle gegen Doppelnissa ist allerdings ein sehr großes Problem. Sehr, sehr, sehr großes Problem. Jetzt haben wir wieder die Option, Land, Nissa legen, gar nichts machen. Nee, haben wir nicht. Nicht gegen Doom Foretold. Gegen Doom Foretold haben wir einfach keine Chance an der Stelle. Das gibt es doch nicht. Arena, ich hab doch gesagt, nicht jetzt. Was können wir denn jetzt noch ziehen? Länder und Mass Removal. Let's go. Ist kaputt. Keine Länder mehr. Leute, ich hab das Deck kaputt gemacht. Es tut mir leid. Ich hab mir wirklich Mühe gegeben. Das kann doch nicht sein. Ja, jetzt noch ein Oath of Kaya. Ab geht's. Kaya darf beenden. Ich habe so das Gefühl, was können wir noch machen? Wir ziehen, legen Nissa, zerstören unser eigenes Land. Und drei Schaden kommen irgendwie immer durch, ne? Oder? Ich wollte gerade sagen, da hätte man aber auch anders opfern können vorhin mit dem Oath. Aber gut, wir haben auf jeden Fall verloren auf der Stelle. Ja, was können wir machen? Leute, einen Daumen hoch auf dem Video da lassen. Wäre eine Option. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Und ich gucke noch, ob wir ein Land finden. Ihr denkt an den Daumen. Und dann sehen wir uns. Und dann sehen wir uns. Hoffentlich zum nächsten Video. Ja, Leute. Das ist ziemlich gut Game, würde ich mal sagen. Genau 6.
Mindestens 6, je nachdem, was man macht. Wir haben halt nichts. Keine Länder gefunden. Oh, ja, wirklich. Good Game an Mirko. Cooles Best of 3. Das hat richtig Spaß gemacht. Ging ordentlich hin und her. Respekt an den Blight Beetle. Super, super stark. Hat leider nicht gereicht. Leute, wir hoffen natürlich, dass es euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht hat. Wie gesagt, denkt an den Daumen hoch. Wäre richtig, richtig cool von euch. Und an der Stelle können wir euch nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.